Das 2:0, so viel Gefühl im Fuß, hättest du dir das selber zugetraut? Ja, also bei so einem Tor gehört natürlich viel Glück dazu. Ah ja, also es war ein super Ball von Kevin und ich habe es dann probiert und es natürlich ja, gehört Glück dazu, dass der Ball dann so reingeht. 1:0, 2:0, aber in der ersten Halbzeit habt ihr 2 Elfmeter verschossen, du warst ja draußen auf der Bank gesessen, verzweifelt man da? Ja, nee, verzweifeln nicht, weil ich denke eben die Qualität, dass wir auch in der zweiten Halbzeit noch Tore machen können. Aber klar hätten wir, ist natürlich blöd, wenn man 2 Elfer verschießt. Ja, wenn wir weiter so Pech gehabt hätten, hätten wir vielleicht heute nicht gewonnen. Trotz dieser 2 Elfmeter, die Mannschaft wirkt jetzt halt inzwischen sehr abgezockt. Das hat euch am Anfang der Saison noch gefehlt. Kommt diese Routine, diese Abgezocktheit vielleicht zu spät, um nochmal oben angreifen zu können? Ja, das weiß ich nicht. Also wir versuchen auf jeden Fall, unsere Spiele zu gewinnen. Und leider haben wir es nicht mehr selber in der Hand, weil wir das in der Hinrunde ja, verspielt haben, sage ich mal. Aber ich denke, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und ja, dann ist, glaube ich, denke ich, schon noch was möglich. Das in der Hinrunde verspielt, sagst du, ja, wie schwer wiegt das eigentlich? Wie oft denkt man sich, mein Gott, da wäre eigentlich nicht mehr gegangen in der Saison? Ja, wahnsinnig oft. Also wir haben wirklich viele Punkte verschenkt und ist natürlich bitter, aber jetzt können wir es ja nicht mehr ändern. Wir versuchen einfach das Beste aus der Saison rauszuholen. Was wäre denn das Beste für dich? Ja, der Aufstieg natürlich.